Da gibt es zwei neue im Tor. Da spielt heute René Svette erstmals überhaupt in dieser Saison. Alexander Schlager sitzt erstmals in der Liga nur auf der Bank. Und der zweite neue, der heißt... Auch sehr viele Ungenauigkeiten sind da zu beobachten, eigentlich bei beiden Teams. Die Passquote lässt noch etwas zu wünschen übrig, aber der zählt. Und da ist das 1:0 durch Lucas Venuto. Ausgerechnet Venuto. Dem ist der Knopf im Verlauf dieser Saison jetzt so richtig aufgegangen. Der hat lange auf seinen ersten Bundesliga-Treffer warten müssen. Hat er noch herrlich gemacht von Roman Wallner, der hier viel Übersicht zeigt. Vielleicht aus abseitsverdächtiger Position hier das Zuspiel auf Venuto liefert. Aber dürfte wohl alles in Ordnung gewesen sein. Schiedsrichterteam hat sich auch sehr schnell. Benner Schmitz. Mark vor Nils Nabal und jetzt der Konter über den Pfeilschneiden Lukas Venuto vor und im eigenen Strafraum. Nächster Pass in die Tiefe, Venuto und dann das Eigentor, wie unglücklich. Andreas Ulmer läuft da in diesen Abpraller rein. Volles Tempo gegangen ist. Wenn ja, dann fehlt es ihm etwas an Endgeschwindigkeit. Sandro Djuric wieder auftun. So wie hier. Wallner, herrlich. Das Auge für Venuto. Der ist völlig blank. Auf und davon. Lukas Venuto und Walke. Als Retter in höchster Not, eben angesprochen, diese Kontersituationen. Wallner mit dem Auge, nicht zum ersten Mal an diesem Abend. Venuto zündet den Turbo, kommt auch zum Abschluss und scheitert an Walker. Wieder Venuto. Unglaublich, wie schnell der. Venuto, der ist überhaupt nicht zu stoppen. Jetzt aber doch von zwei Salzburgern. Berisha, aber schauen Sie, wie der nachgeht. Der Brasilianer zwingt damit Berisha zum Abdrehen. Noch immer Salzburg. Keita. Zu steil. Venuto. Sofort ab in Richtung an jene Salzburger Mannschaft, die es vor allem in der letzten Saison geschafft hat, immer wieder zu begeistern. Venuto. Knapp 9000 sind es übrigens. Hat man hier das Ruder heute noch rumreißen können. Venuto. So viel Platz hatte der schon lange nicht mehr, aber dann ist er zu verspielt. Und dennoch der Abschluss von Brauer, die Reaktion von Walke. Wolfsberg gegen Grödig und die Grödiger in der ersten Hälfte von rechts nach links mit dem ersten Angriff gleich. Und Lukas Venuto und dem ersten Foul auf Venuto. Unwahrscheinlich, wie Hüttenbrenner diese Kopfballduelle gewinnt. Und das haben die Grödiger ideal geklärt und gelöst. Schütz mit Kerschbaum, der auch noch jetzt mit dem klugen Zuspiel auf Venuto. Und auf Venuto, gut Zipfußball gegen Vernitznik. Schütz, stark gemacht. Kerschbaum, Venuto schon wieder. Der Brasilianer vorbei am Berger, Venuto,
die Chance, das Tor, 2-0, Grödig, Torschütze Schütz, eingeleitet von Venuto und alles in allem hochverdient, weil Grödig hier einfach die bessere Mannschaft ist. Nach 20 Minuten, 2-0 für das Team aus Salzburg. So ist ruhig, Peter Schöttl. Nochmal, zunächst gut gemacht von Schütz, der auch dann weiterlässt. Kerschbaum auf Minuto, der mit dem einfachen Haken gegen Berger und dann mit der Übersicht vor Kofler und Schütz. Da gab es dann viele Optionen. Natürlich hat er selbst abgeschlossen, aber dahinter, wir sehen, Kerschbaum und Wallner wären auch noch frei gewesen. Na, Schütz holt sich dann noch die Kugel. Jetzt die gute Seitenverlagerung auf Minuto. Flanke schlecht. Lernen und auch nichts zeigen, weil der war schlecht getreten, der Eckball. Minuto. Auch hier geht's weiter. Erst von Minuto. Wallner im Abseits. Daniel Drescher, für den ist er, wie schon erwähnt, der erste Saisoneinsatz ist in der Bundesliga. Oh, dann machen die beiden sehr schön. Nur die Flanken kommen nicht. Minuto, zwei Gegenspieler, setzt sich trotzdem durch. Noch immer Minuto. Vorbei an fast allen Wolfsbergern und dann am Ende Pressball. Der lässt weiterlaufen. Minuto. Den er mit der guten Seitenverlagerung auf Lukas Venuto. Keins hinterläuft. Und Roman Wallner ist einfach entschlossen, einmal zu Ende spielen gegen Mattersburg. Hat man und dadurch die Kontermöglichkeit jetzt für die Gröniker. Schreiner weit aufgerückt. Venuto hat Lienert vor sich. Packt er den ein? Venuto. Aber dann gut aufgepasst. Und Zwischenpucker, aber Venuto probiert es ja gleich noch einmal. Stark gemacht von Roman Wallner, Lukas Venuto. Geduld beweisen, das war ihnen klar. Die Grödiger, ein sehr unangenehmer Gegner. Dem guten Umschaltspiel da über die Seiten. Das machen die Alcaraz sehr gut, da rücken die beiden Außenverteidiger immer weit auf. Schreiner und Lienhardt versuchen dann über Flanken ihre Mitspieler gefährlich in Szene setzen zu können, aber gut auch abgelaufen. So, schlau gemacht auf Lukas Venuto, der hat da keinen Gegenspieler. Dann kommt aber Lienhardt, gute Flanke. Etwas zu weit dann aber für Fabio Strauß bei seinem Bundesliga-Debüt. Gefällt mir sehr gut, was hier beide Teams abliefern. Guter Pass von Minuto. Heißt aber nicht, dass es an Laufbereitschaft, an Einsatzwillen fehlt. Denn davon ist sehr viel heute gegeben bei Martin Harrer. Matthias Marx sehen wir im Spielaufbau, den Innenverteidiger. Und dann die Grödiger mit dem Ballverlust. Herrlich gemacht von Tajuri.